klar, schaust du auf deinen Kontostand und würdest dir wünschen, dass da irgendwie ein Null mehr dran wäre, ja. Und das führte dann tatsächlich auch zu einer Cyberattacke. Wir waren dann für mehrere Tage down. Das heißt, auch tausende Gastronomen waren down. Was wir nicht verstanden haben, ist, dass die Eroberung eines Marktes nicht auf einmal passiert, sondern in Segment. Das ist unfassbar frustrierend, wie viel Stöcke einem die deutsche Bürokratie zwischen die Speichen steckt, während du versuchst, nach vorne zu kommen. Das ist der Startup Cloud Podcast. Los geht's. Servus, liebe Leute. Ich bin heute im schönen München neben dem Haus der Kunst und passenderweise dem Schweizer Generalkonsulat. Und neben mir sitzt ein ganz erfahrener SaaS-Gründer. Wir kennen uns aus früheren Zeiten unter Maschmeyer. Und er ist heutiger Chief Revenue Officer von Wirelane, einem Ladesäulen-Startup, der liebe Patrick Brienen. Ganz herzlich willkommen im Podcast-Projekt. Hallo, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Freue mich riesig. Vielleicht für alle, die ich noch nicht kenne, erzähl doch mal kurz, wer bist. Ich bin der Patrick, geboren in Südafrika, aufgewachsen am Tegernsee, internationale Wirtschaftswissenschaft studiert in Österreich und Australien. Ich habe während meinem Studium ein Unternehmen gegründet, einen Radiosender verkauft. Einen Radiosender verkauft? Ja, es war eine Partyreihe, sydneystudentparties.com. Wir haben ein Partyproblem in der Sydneyer Studenten-Community gelöst. Und dann habe ich in München in einer Agentur angefangen, habe dort meinen Co-Founder Jakob Schreier kennengelernt und habe mit ihm ein Software-as-a-Service-Unternehmen gegründet namens Orderbird. Und wir haben Kassensysteme für die Gastronomie in die Cloud und aufs iPad gebracht. Und das haben wir 10 Jahre lang gemacht und haben dann das Unternehmen erfolgreich an eine italienische Bank verkauft. Da wollen wir doch gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber mich würde zum Start interessieren, gibt es sonst etwas, was man vielleicht aus Persönlichen oder aus der Kindheit unbedingt über dich wissen muss? Och, ich bin heimatverbunden und trotzdem reise ich sehr gern. Und ansonsten ist meine Passion Surfen. Wir sind ja jetzt hier auch direkt neben dem Eisbach, wo ich auch tatsächlich persönlich regelmäßig surfen gehe. Wir haben jetzt unsere neue Welle bekommen. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der Nähe vom Flughafen. Es wurde mal ein riesiges Pool, neues gebaut. Riesengroßer Pool mit echter Welle, die also wirklich richtig bricht. Da und du freuen wir uns alle. Du warst da schon am Start und hast das, getestet. Ich durfte da tatsächlich über Umwege, vielen Dank Dominik, einmal schon vorab mit ins Wasser testen. Ja, sehr gut. Ich würde zum Start gerne eine Runde Entweder-Oder mit dir spielen. Das sind 10 schnelle Fragen, ganz impulsiv. Entweder-Oder, Konflikt oder Harmonie? Harmonie. Rechnung sofort bezahlen oder erste Mahnung abwarten? Mahnung. Morgens nach dem Wecker sofort aufstehen oder 3-mal snoozen? 5-mal snoozen. Auto, Porsche mit einem Polo-Motor oder Polo mit einem Porsche-Motor? Auf jeden Fall den Polo mit dem Porsche-Motor. Jeden Montag eine neue Idee einbringen oder konsequent an der Idee von vor 3 Monaten arbeiten? Tatsächlich konsequent weiterarbeiten. Gelernt oder war schon immer so? Schmerzhaft gelernt. Schmerzhaft gelernt, sehr gut. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Hoffentlich verletzlich zeigen. Aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen? Leider unbedingt mitteilen. Bei Entscheidungen schnell, dafür vielleicht falsch oder überlegt, dafür langsam? Schnell und falsch. Entertainer oder Executor? Definitiv Executor. Marathon oder Sprint? Sprint. Chatschreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Abschicken. Und zum Schluss, selbst Härte oder Selbstfürsorge? Selbst Härte. Krass, mega. Ja, vielen Dank. Patrick, lass mal ein bisschen deine unternehmerische Geschichte einsteigen. Kannst du dich an einen Moment erinnern, den du so rückblickend als darum bin ich Unternehmer geworden, deswegen bin ich diesen Track überhaupt gegangen? Das ist ganz leicht zu beantworten. Und zwar, ich bin in einem wunderschönen Haus am Tegernsee aufgewachsen und das wurde mir quasi in meiner Kindheit durch einen Erbstreit weggenommen und ich habe meine Mutter damals gefragt, was muss ich tun, damit ich dieses Haus zurückkaufen kann? Mhm. Und sie meinte sehr mitleidig zu mir so, ja, das ist sehr schwer. Da brauchst du sehr, sehr, sehr viel Geld dafür. Wie alt warst du? Da war ich 12. Okay. Und da meinte sie, ja, das ist also, üblicherweise verdient man so viel Geld als Broker oder als Unternehmer. Und das ist der Grund, warum ich Unternehmer geworden bin. Und hat dir beides was gesagt, sowohl Broker als auch Unternehmer? Nein, ich habe natürlich dann
gefragt, was das ist. Also ja. Broker ist dann, ja, da musst du mir an der Börse und Unternehmer muss halt irgendwie eine Firma gründen. Mhm. Und das ist letztendlich der Grund, warum ich dann irgendwie mir in der Schule so viel Mühe gegeben habe, nicht durchzufallen, im Studium mir Mühe gegeben habe, alle meine Prüfungen zu schaffen. Weil aber ich das wusste, war wirklich der Antrieb, weil dir das damals oder weil 100%, nicht 99,9, sondern 100%. Ich war völlig fixiert von diesem Haus. Okay. Völlig fixiert. Was verbindest du mit diesem Haus da? Ging es spezifisch um dieses Haus? Es ging tatsächlich sehr, sehr lange, sehr spezifisch um dieses Haus. Okay. Ja, krass. Und dann hast du dich durch Studium durchgekämpft und Praktika gemacht, mir die auch in meinem ersten Job irgendwie den Hacks ausgerissen, weil ich völlig davon besessen war, erfolgreich zu werden, ja. Damit ich diesem Ziel Herr werde. Gab es eine Idee, womit du erfolgreich werden wolltest? Nein, überhaupt nicht, leider. Ich hatte dann in dieser Agenturzeit nach meinem Studium sehr viel gelernt, vielen Dank an meinen Mentor Reinhard, und hatte dann eben schon gefühlt, dass ich diesen Absprung ins Unternehmertum schaffen möchte, schaffen muss. Mhm. Und war so schwanger mit so extrem halbgaren Ideen. Und dann rief mich Jakob an und sagte, was machst du eigentlich? Mhm. Und dann sage ich, ja, ich bin in der Agentur immer noch, aber ich merke irgendwie so, ich muss raus, ich muss Unternehmer werden. Und sagt, es trifft sich gut, ich auch, und zwar mit dir. Mhm. Und dann ging es ganz schnell. Und er hatte die Idee? Tatsächlich hatte die Idee der Bastian, unser Co-Founder. Ja. Der hatte das Problem quasi am lebenden Objekt selbst gelebt, gelöst, verstanden und ist dann eben auf die Idee gekommen, dass mit iPad und Cloud-Lösungen... Also er war im Vertrieb für einen, wie sagt man das, POS, ein Kassensystem für die Gastronomie. Genau. Und hat da den Schmerz gehabt. Genau. Oder hat irgendwie gesehen, hey, das könnte man viel besser machen. Er hatte eine super Lösung vertrieben, ja, für das Problem der Gastronomen. Ja. Aber zu einem Schweinepreis. Also wirklich wahnsinnig teuer. Und die Dinger waren irrsinnig hässlich und schwer und kompliziert. Und man konnte sie nicht selber verändern. Und es hat das Problem gelöst, aber auf eine extrem schmerzhafte Art und Weise. Ja. Und er hat dann eben verstanden, dass man das mit Apple-Geräten, mhm, mindestens genauso gut lösen könnte, aber eben deutlich günstiger, schöner, leichter, einfacher zu bedienen. Mhm. Und er hatte zu 100% recht. Ja. Und hatte ich diese Idee sofort gecatcht oder hast du gesagt, was für ein Quatsch, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber gut, was soll's, ich mach das jetzt einfach mal. Ich hatte keine Ahnung von Gastronomie, ich hatte keine Ahnung von Software, ich hatte keine Ahnung vom Kastelsystem. Aber warum dachte Jakob, hey, der Typ, den brauchen wir, der ist genau der Richtige. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ein entscheidender Teil war, dass ich in München war, unser erster Kunde in München war. Wir sitzen davor, das P1 in München. Man sagt mir nach, I get shit done. Mhm. Und er hatte das Gefühl, er braucht jemanden, der Sachen erledigt. Und wir kannten uns aus der Agenturzeit und hatten immer wieder Kontakt und das hat irgendwie auch die gleiche Wellenlänge. Mhm. Spaß gemacht, Zeit miteinander zu verbringen und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Und wie waren die Anfänge da? Ich erinnere mich, als Matthias und ich angefangen haben gesagt, lass uns mal so ein paar Monate Testzeitraum geben, um rauszufinden, ob das irgendwie funktioniert. Wie war das bei euch? War von Anfang an klar, okay, wir machen das jetzt, wir gehen raus aus unseren Jobs, all in dieses Baby. Ja, mehr oder weniger, ehrlich gesagt. Also zu dem Zeitpunkt war irgendwie schon klar, dass der erste Testkunde da war, die ersten Beziehungen zu Investoren, das hatte alles Jakob sehr geschickt gemacht und it was happening, ja. Und man musste nur noch sagen, okay, ich mach mit. Und das habe ich dann auch gemacht. Und beschreib mal so die Anfänge, ihr wart da in Berlin zusammen? Wir haben zusammen gewohnt, in sehr spartanischen Verhältnissen. Und haben wirklich Tag und Nacht nur gearbeitet. Mhm. Und wir waren völlig besessen von der Idee, dieses Problem besser zu lösen als die anderen. Mhm. Wir hatten verstanden, dass es möglich wäre, das zu tun. Und für uns gab es kein anderes Thema, als es also wirklich diesen Gedanken Realität zu werden zu lassen. Wir waren unglaublich naiv und das war, glaube ich, unsere Superpower. Mhm. Superpower Naivität. Ja, total. Also das ist das, was ich auf anderen Gründerinnen und Gründern zusprechen würde oder sagen würde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man diese gesunde Portion
Naivität und Unüberlegtheit. Unüberlegtheit und diese ganzen Neinsager und Zweifler ausblendet und es einfach macht. Ja? Also man sagt ja so, es ist unmöglich, bis es jemand macht. Ja. Ja? Und Retrospekt war das, was wir getan haben und geschafft haben. So sagten auch alle anderen um uns herum damals, ja, das schafft ihr nie. Ja. Ja? Und wir haben es einfach ignoriert. Ja. Und irgendwie haben wir es geschafft. Aber es war natürlich auch nicht wirklich leicht. It wasn't a walk in the park. Also es war wirklich, es hat viele Jahre mehr gedauert als gedacht. Es hat viel mehr Energie verschlungen und viel mehr Geld, als man sich das im ersten Businessplan ausmalte. Deswegen sind wir unschlagbar gewesen, weil wir waren ein Team, haben zusammen gewohnt, gearbeitet und wir waren völlig besessen. Also einfach so 24-7 wirklich zusammen. 24-7. Ja, wir waren nicht zu viert, wir waren zu zweit, aber es war die exakt gleiche Story. Unfassbare Naivität. Wir wollen irgendwie das Tiefkühlregal erobern und da gehört eine gesunde Tiefkühlpizza rein. Und dieser Gedanke hat uns nicht losgelassen und wir waren draußen auf Märkten, auf Festivals, haben das irgendwie testverkauft. Leute wollten nicht die fertige Pizza, sie wollten den Boden. Dann sind wir in eine Teigproduktion, also eine Bäckerei reingestolpert und hatten nicht so wirklich Plan von, was wir machen. Aber irgendwie haben uns Menschen vertraut, weil wir so eine Begeisterung ausgestrahlt haben und weil wir, sie haben uns auch nicht als Konkurrenz wahrgenommen. Und wir haben Wissen aufgesaugt wie ein Schwamm. Wie war das bei euch? Ja, ganz ähnlich. Also wir hatten wirklich relativ wenig Ahnung von der Materie. Mhm. Aber haben das wettgemacht durch grenzenlosen Optimismus und waren total davon überzeugt, dass wir also schon also unser Prototyp, von dem dachten wir schon, dass es ein fertiges Produkt war. Damit haben wir uns irgendwie durchgemogelt, ja, bis wir dann letztendlich nach, muss man auch zugeben, relativ langer Zeit dann auch wirklich ein Top-Produkt hatten, das auch wirklich das Problem besser gelöst hat als die anderen. Ja. Aber in der Zwischenzeit haben wir uns einfach durch diese eigene Überzeugung über Wasser gehalten. Und das steckt natürlich auch an. Ja. Ja, das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass du selber dran glaubst und dann kannst du diesen Funken auch überspringen lassen. Du musst ja selbst eine Energie mitbringen, damit woanders was passiert. Ja, ja. Und das war unsere Superpower. Ja. Also wir waren total überzeugt. Retrospekt, dass man wirklich denkt, mit was wir da durch die Gegend gelaufen sind. War schon eher sehr prototypenhaft. Ja. Wie habt ihr die Zeit finanziert? Weil das hat ja gedauert, bis das am Markt ankam. Wie habt ihr das gelöst? Ja, wir haben nicht nur unsere Kunden davon überzeugt, dass wir was ganz, ganz Tolles haben, sondern eben auch unsere Investoren. Allen voran Jakob, der hat immer die Investoren bezirzt. Aber auch wenn die zu uns gekommen sind, ins Büro, dann sind die förmlich angesteckt worden von dieser Energie, von dieser Motivation, von dieser Überzeugung. Ja, und dann haben die uns das abgekauft. Wir hatten auch lange Zeit, gerade am Anfang hatten wir noch die Vision, dass wir nicht nur Kassensysteme für den Gastronomen anbieten, sondern dass die Zukunft ist, dass der Mark und der Peter und die Paul und Mary, dass die mit ihrem eigenen Smartphone im Biergarten noch ein Bier bestellen können. Und das leuchtete also wirklich Das leuchtet sogar jedem sofort ein. Ja, genau. Da denkst du ja jeder mal. Also, ich denke mir gerade, warum ist das nicht so? Warum ist das denn nicht so, ja? Und so ging das ganz vielen Leuten. Und deswegen konnten wir sie davon überzeugen, in unser System zu investieren, weil wir gesagt haben, unser Kassensystem ist quasi das Fundament, auf dem diese Gastbestellung dann aufbaut. Mhm. Und Kassensystem, diese Basis, hat dann sehr viele Jahre gedauert, bis die erstmal fertig war und bis die sich wirklich flächendeckend durchgesetzt hatte. Ja. Und die Wahrheit ist, dass der Großteil der Gastronomen das gar nicht wollten, dass Peter, Paul und Mary ihre Gäste mit dem Smartphone noch Bier bestellen. Warum? Das hat ganz viele Gründe, aber einer der Gründe ist, dass es nicht in ihren gelernten Prozess passt. Mhm. Ich fühle deine Begeisterung so sehr in diesem Verkaufen und geil und Energie und so weiter. Bei uns hat das auf der anderen Seite dazu geführt, dass wir viele Leute oder viele fast, kann man sagen, Industrien oder Vertriebskanäle begeistert haben, zu allen Ja gesagt haben und letztlich eine gigantomanische Komplexität ins eigene Haus geholt haben, weil Online-Shop können wir, Gastronomie machen wir jetzt auch noch, Supermärkte, ja natürlich, Foodtrucks, klar. Wie war das bei euch? Genau gleich, nur wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer. Was wir nicht verstanden haben, ist, dass die Eroberung eines Marktes nicht
nicht auf einmal passiert, sondern in Segmenten. Mhm. Und wir haben gedacht, dass unser Segment die Gastronomie ist. Das war aber unser Markt. Innerhalb der Gastronomie, ja, nehmen wir jetzt mal vereinfacht gesagt, Sternrestaurant, normale Restaurants, Biergärten, Cafés, Bars, Clubs, mhm, gibt es ja noch verschiedene Untersegmente. Also Markt und Segmente. Markt und Segment. Und ich bin dann mittlerweile, das war der größte unternehmerische Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe den Unterschied zwischen Segment und Markt nicht verstanden. Ja. Und bin mittlerweile großer Verfechter davon, segmentspezifischen Markteintrittsstrategien. Das soll heißen, liebe Gründerinnen und Gründer, ja, versucht nicht die eierlegende Wollmilchsau für den ganzen Markt zu entwickeln, sondern sucht euch ein Subsegment des Marktes raus, das idealerweise ein relativ großes, unangenehmes Problem habt, mhm, das ihr mit eurer Lösung überdurchschnittlich gut lösen könnt. Mhm. Und fokussiert euch auf dieses eine Segment. Wir haben das nämlich falsch gemacht, allen voran ich. Ich war dafür auch für die Go-to-Market-Strategie verantwortlich. Also blame on me. Wir haben Ja gesagt zu allem. Mhm. Und wer zu allem Ja sagt, sagt zu nichts Ja. Mhm. Ja, und wir haben es durch unseren grenzenlosen Optimismus und unsere Motivation, unser Feuer tatsächlich auch geschafft, das in unserem Markt und über unseren Markt hinaus sogar zu vermarkten, also zahlende Kunden zu generieren. Mhm. Was wir damals nicht so richtig verstanden haben, ist, dass nicht jeder zahlende Kunde ein guter Kunde ist. Weil wenn der zahlende Kunde ein unzufriedener zahlender Kunde ist, dann führt das kurz und vor allen Dingen mittelfristig zu signifikanten Problemen und führt dazu, dass zwar die Innovators und die Early Adopter, ja, die wir ja so alle lieben und brauchen, mhm, dass die es zwar tun, aber dass sie es nicht weiterempfehlen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für weiteres Wachstum. Kannst du es an so einem plastischen Beispiel machen, welche Komplexität verschiedene Segmente, also Biergärten, Cafés und so weiter, bei euch zum Beispiel, ich weiß nicht, Produktentwicklung oder wo auch immer reingebracht haben? Also das war bei uns tatsächlich ein maßgebliches Produktproblem, ja. Es gab einige Features, ja, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, ja, aber es gab einfach einige Features, die waren für gewisse Segmente wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja, und wir haben, um diese Segmente dann zu adressieren, einfach gesagt, ja, das kommt in ein paar Monaten. Mhm. Mach dir keine Sorgen. Ach so. So, ja, und es kam halt. Problem auf die Zukunft. Richtig. Und das hat also dazu geführt, dass der Kunde kaufte. Es war aber natürlich ein kompromissbereiter, Start-up-freundlicher, vielleicht der techno-interessierter Kunde, der gesagt hat, ja, okay, ich drücke jetzt da mal ein Auge zu, also, und ich vertraue dem jetzt. Schluss, ja. Ja. Und dann haben wir dem halt einfach dieses Vertrauen, hat sich nicht ausgezahlt und der hatte dann auch tatsächlich teilweise Probleme, signifikante Probleme und innerhalb des Segments spricht sich das natürlich um. Ja. Ja, und das hat dann zu signifikanten Problemen geführt, dass wir dann auch immer gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt dieses Feature ganz schnell und ihr müsst jetzt mal das entwickeln, und dann führte das letztendlich auch zu einem sehr hohen Druck in der Produktentwicklung und das führte dann zu einem zu wenig Verständnis bei uns im Management für Cybersecurity. Und dann haben wir gesagt, ja, das müssen wir dann depriorisieren zugunsten von Features, weil die brauchen ja diese ganzen Kunden ganz schnell. Und das führte dann tatsächlich auch zu einer Cyberattacke. Und wir waren dann für mehrere Tage down. Und, das heißt auch Hunderte oder damals wahrscheinlich X-Tausende. Über 1000 Gastronomen waren down. Für mehrere Tage? Für mehrere Tage. Konnten nichts verkaufen? Nichts machen. Und, die waren nicht happy. Nein, die waren nicht happy. Und das war also der Aufwachmoment für uns. Und dann haben wir ganz genau nochmal auf unsere Customer Base geschaut und haben gemerkt, es gibt tatsächlich Subsegmente, die sind sehr zufrieden mit uns und die haben keine Probleme. Ja. Dann haben wir uns auf dieses Segment tatsächlich auch fokussiert, haben dann noch ein paar Features entwickelt, um dies für dies auch wirklich ganz rund zu machen. Mhm. Und dann sind wir innerhalb dieser Subsegmente sehr gut und stark gewachsen, haben unseren Reputationsschaden dort relativ schnell repariert, mhm, sind innerhalb dieses Segments relativ rasch Marktführer geworden, und aus dieser Position der Stärke heraus, ja, haben wir dann weitere Segmente erobert und ultimativ sind wir dann sehr erfolgreich geworden mit unserem Produkt. Aber der entscheidende Teil war eben diese
Realisierung, dass wir lieber wenige Dinge machen und die dafür gut. Ja. Weil wenn du das tust, dieser Fokus, der führt dann dazu, dass du das alles einfacher wird. Ja, du weißt im Produkt, in der Produktentwicklung ziemlich genau, was sind die Needs and Wants von meinen Zielgruppen. Es ist einfach klarer. Es ist klarer. In der Marketingstrategie ist es sehr klar, was für eine Art von Kunden du nach vorne stellst, was für ein Testimonial, was für ein Bild, ja, was für eine Headline du nimmst. Ja. Im Vertrieb weißt du ganz genau, welchen Typ Kunden du zuerst anrufst, ja, von der Leadliste von, weiß ich nicht, 20 Leads. Im Pricing wird's klarer, ja. Du machst das Pricing so, dass es diesem Subsegment eben schmeckt. Und dann wird daraus eben ein sogenanntes Whole Product oder Whole Offering. Ja? Also dieses Komplettpaket aus Service, Features, Pricing, Brand, Vertrieb. Und auf einmal wird dann eine runde Geschichte draus. Mhm. Und daraus wird dann so ein Flywheel. Und das ist dann dein Kern. Und den kannst du dann Schritt für Schritt erweitern. Mhm. Jetzt, bevor ihr diesen, ich nenne es mal Turnaround oder diesen Focus Round geschafft habt, war ja unfassbar viel Druck am Start. Man kann sich es bildlich vorstellen. Wie seid ihr damit umgegangen oder was hat euch vor dem Durchdrehen bewahrt? Oder ihr seid einfach durchgedreht, aber ihr habt irgendwie Freude am Drehen gefunden. Genau, also wir sind sehr stark gewachsen, aber eben nicht gesund. Mhm. Und wir haben gemerkt, dass wir innerhalb der Segmente relativ schnell angestoßen sind. Mhm. Da haben die Innovators und Early Adopters haben wir irgendwie so abgegrast. Und anstatt dann zu realisieren, dass wir halt weniger machen müssen, das dafür gescheit, haben wir was gemacht? Wir haben mehr gemacht. Mhm. Also sind in weitere Märkte, in weitere Regionen auch, also Internationalisierung tatsächlich, ja. Mhm. Also die Lösung für dieses Problem war dann, diesen Wahnsinn noch weiter zu spinnen. Die dumme Zelle noch größer zu machen und zu teilen. Richtig. Und damit sind wir natürlich mit Anlauf auf die Fresse geflogen. Ja. Und gab es da, ich höre das oft von Leuten, mit denen ich draußen spreche, ja, aber ihr habt doch Investoren, die sind doch erfahrene Leute, die müssen doch euch das gesagt haben, die müssen doch da einen Plan gegeben haben. Jein, also wir hatten leider nicht die besten Investoren Deutschlands in unserem Cap Table, vorsichtig formuliert. Und es ist so, dass der Nachteil des Venture Capital meines Erachtens ist, dass diese Venture Capital Funds, die fahren eine High-Risk, High-Return-Strategie. Mhm. Das heißt, die investieren in 20, 30, 40 Startups und nur ganz wenige Startups müssen erfolgreich werden, mhm. die dafür aber sehr erfolgreich, ja. damit diese Rechnung aufgeht. Und da brauchst du jetzt kein Einstein sein, diese Very High-Risk, Very High-Return-Strategie führt natürlich dazu, dass die eben für Strategien sich einsetzen, die eben diese eierlegende Wollmilchsau, dieses sehr rasante Wachstum, mhm. dieses Multisegment, Multiprodukt, Multimarkt, dafür sind die sehr offen, weil dann natürlich dahinter steht potenziell natürlich eine riesige Erfolgsgeschichte. Ja. Ja, aber on average wird es auf dem Rücken der Gründer ausgetragen. Weil wenn du 20 Investments machst und damit rechnest, dass nur zwei die Party bezahlen, dann springen 18 über die Klinge ja. und haben sehr viel Zeit und Energie, vielleicht sogar auch ihr eigenes Geld da rein investiert. Ja, oder haften und, sogar noch persönlich für irgendwelche Dinge. Und werden dann euch die Mangel genommen. Mhm. Und das ist diese VCs haben diese High-Risk-High-Return-Strategie. Ja, und die ist nicht unbedingt auf gesundes, ja. überlegtes, segmentspezifisches Wachstum ausgelegt, sondern eben auf diese Haut-auf-Nummer. Ja. Und das ist meine Message auch an Gründerinnen und Gründer. Sprecht euch da ab. Expectation Management, was eure Investoren hier für eine Richtung fahren. Ich kann euch nur empfehlen, etwas langsamer, etwas gesünder zu wachsen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr durchkommt, verringert aber die Wahrscheinlichkeit auf diesen Multimilliarden-Exit. Ja? Ja. Müsst ihr halt euch überlegen, ja. Nach was strebt ihr? Mhm. Kam dann der Druck, es klingt jetzt so beim dir zuhören, auch primär von den Investoren, wenn ich es mit meiner eigenen Geschichte abgleiche, ehrlicherweise waren Matthias und ich auch so durch Höhle der Löwen, Medienaufmerksamkeit, wir waren so ego gepusht, dass wir, ich erinnere mich noch in einem Forecast, wir haben das Jahr abgeschlossen mit
ich glaube, 1,x Millionen Umsatz. Und dann haben wir gesagt, okay, das nächste Jahr, wir sagen den Investoren 6 Millionen, aber wir machen safe 10. Ich weiß, wir haben dann irgendwie 4 Millionen oder sowas gemacht. Trotzdem eine krasse Wachstumsgeschichte. Aber wir hatten selbst Bock auf dieses Mörderwachstum. Kann man jetzt sagen, dass das irgendwie von der Szene mit inspiriert war. Aber wie war das bei dir? Hattet ihr selbst so Bock auf dieses krasse Wachstum oder kam der Druck von außen? Nein, nein. Also wie gesagt, wir waren ja völlig in unserer Bubble überzeugt von uns selbst. Da waren ja also gefühlt unsterblich. Also das ging uns alles noch zu langsam. Und wir waren völlig davon überzeugt, dass das alles funktioniert. Ja, bis wir es dann gelernt haben, dass es nicht so war. Aber wir waren da mit unseren Investoren total aligned. Ja? Also Weltherrschaft in den nächsten 2 Quartalen und was danach kommt, schauen wir mal. Was hat euch davor bewahrt, euch im Gründerteam nicht so zu zerfetzen, dass verbrannte Erde entsteht? Ach ja, da sind die Fetzen schon geflogen, so ist es nicht. Und es ist ja auch so, dass wir als Gründerteam nicht von Anfang bis Ende durchgegangen sind. Also das ist tatsächlich so, dass man als Gründerteam vielleicht einen Businessplan hat, ja, bis zum neunstelligen Exit, ja, da verändern sich die Menschen allein schon auf, dass wir eine 10-Jahres-Zeit leisten, ja. Die Rollen verändern sich natürlich auch, die Anforderungen an deine Rolle als Geschäftsführer, als Vorstand, als Manager, ja, ändern sich signifikant, ja. Und du musst dich verändern, du musst deine eigene Rolle auch weiterentwickeln. Und für den einen geht die Entwicklung in die eine Richtung, für den anderen in die andere. Und nicht für alle passt diese Anforderungen und Veränderungen von Start bis Ziel. Ja. Wie konntest du dich wandeln? Weil wenn man sich vorstellt, hier 4 Burschen in einer WG in Berlin, die 24/7 an irgendwas rumhacken. Ich habe immer gesagt, bei uns mit viel Gaffertape und WD-40 zu, es sind dann irgendwann Prozesse da, es sind Rollen da, es sind Strukturen da. Also die Wandlung vom Gründer zum Manager, wie ist dir das ergangen? Ja, ich war ja wirklich so fixiert auf dieses blöde Haus. Und ich wollte unbedingt erfolgreich werden und ich habe mir schon die Frage gestellt, was muss ich denn tun, um erfolgreich zu werden? Was muss ich denn tun, um diese Rolle gut auszufüllen? Und habe dann auch gefragt, Mentoren, Investoren, Coaches, was braucht es denn jetzt? Ja, also ich war einfach völlig fixiert auf diesen Erfolg, sodass ich offen dafür war, wenn die Leute gesagt haben, Mensch Brinen, das kannst du so nicht machen. Und habe dann versucht, mir das zu Herzen zu nehmen, um mich eben weiterzuentwickeln, persönliche Weiterentwicklung. Hatte auch einen tollen Coach, Helge Hellberg, der mich über eine gewisse Zeit dann auch wirklich dazu gebracht hat, Sachen anders zu sehen. Ja. Und habe wirklich an mir gearbeitet. Ich habe wirklich relativ viel Zeit und Energie in persönliche Weiterentwicklung gesteckt, aus der Notwendigkeit heraus, weil mir die Leute gesagt haben, wir haben die Leute gesagt, Brinnen, so geht's nicht weiter. Ja. Und dann gibt es eben verschiedene Persönlichkeitstypen. Der eine sagt, ja, dann rutscht es mir doch den Buckel runter. Ich verbieg mich nicht. Ich bin, wer ich bin. Und das ist wunderbar so. Ja. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja? Also niemand soll sich verbiegen, niemand muss sich verändern. Ja? Und was auch wahr ist, dass es gewisse Rollen gibt in einem Unternehmen, gewisse Anforderungen und die müssen erfüllt werden. Entweder von dir oder von jemand anderem. Und das ist dann so ein bisschen die Entscheidung, vor der du stehst, ob du dich eben veränderst oder ob du dich nicht veränderst und ob du dann eben diese Rolle weit bekleidest oder eben nicht. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass es für mich ganz wichtig ist, diese Reise bis zum Ende zu begleiten und diesen Erfolg herbeizuführen. Ich war sehr verbissen, muss man auch dazu sagen. War. War. Genau, das ist die Geschichte. Kannst du ein plastisches Beispiel machen von einer neuen Sichtweise, die du über einen Coach bekommen hast? Also wie du gelernt hast, von etwas Konkretem dich anders zu sehen. Jetzt haben wir schon 2 Mal darüber gesprochen, deswegen ist das Haus wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Ich habe diese Fixierung von diesem Haus aufgegeben. Okay, krass. Aber am Gefühl vielleicht festgehalten, was du mit dem Haus verbunden hast? Ganz genau. Ah, spannend. Ja,
genau das ist, also genau das war die Empfehlung damals für mich, hey, du musst diesen Quatsch aufhören, diese Fixierung auf dieses Haus, aber du darfst das Gefühl behalten. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass das die Lösung für mein Problem war. Boah, spannend. Du hast während der Aufbaureise von Older Bird auch Nachwuchs bekommen. Was hat es mit dir gemacht? Hat es geholfen zu priorisieren? Hat es Dinge komplizierter gemacht? Also ich würde euch ja jetzt total gerne sagen, dass das alles total leicht und angenehm war. Aber dann wäre ich nicht aufrichtig. Also so ein rasant wachsendes Startup verlangt einem relativ viel ab. Und ich habe auf dem Weg zwei Kinder bekommen. Ein Jungen, der heute 10 ist, ein Mädchen, das heute 7 Jahre alt ist. Und bin darüber auch unglaublich glücklich. Mhm. Es ist wirklich das Schönste, was es gibt. Und ich kann das heute so sehen, aber das fiel mir nicht zu jedem Zeitpunkt meines Lebens so leicht, wie es mir heute fällt. Und das hat auch damit zu tun, dass einem das zerreißt. Ja. Das führte dann auch dazu, einfach, dass meine Frau sich überproportional viel um die Kinder kümmern musste, weil ich eben ganz oft auch die Firma priorisiert habe, mein anderes Baby. Aha. Und das ist ein Spannungsverhältnis, das für alle Beteiligten schwierig ist. Ja. War das ein Mit- oder Hauptgrund, nach etwa 10 Jahren Older Bird zu sagen, ich gehe jetzt? Ja, das war auch einer der Hauptgründe. Es war eine Repriorisierung in meinem Leben. Mhm. Diese Fixierung von diesem Haus aufgegeben. Und das hat mir auf einmal sehr viel Freiräume gegeben und hat mir auch erlaubt, mich zu repriorisieren. Mhm. Und wir haben dann die Firma verlassen. Wir haben eine Weltreise gemacht. Wir sind nach München gezogen, hier an den schönen Eisbach. Und ich kann sagen, dass das eine für mich und ich glaube auch für meine Familie in Summe eine gute Entscheidung. Mhm. Jetzt, Captain Hindsight ist ja immer einfach, weil man hat mehr Informationen über die Dinge, die passiert sind. Wenn ich richtig mini recherchiert habe, habt ihr 2 Jahre später verkauft nach Italien an Netz, weil ihr, glaube ich, schon Bestandsgesellschafter. Genau. War das im Rückblick dann doch mit etwas Reue verknüpft, 2 Jahre vorher ausgestiegen zu sein? Tatsächlich nicht. Also klar, schaust du auf deinen Kontostand und würdest dir wünschen, dass da irgendwie, weiß ich nicht, eine Null mehr dran wäre, ja. Das Komma woanders steht. Genau, also das steht außer Frage. Aber ich würde es nochmal so machen. Das war für mich und meine Familie damals das Richtige. Und es gibt nicht eine Faser meines Körpers, die Missgunst gegenüber zum Beispiel Jakob, der bis zum Ende blieb und wirklich die Fahne hochgehalten hat, der hat natürlich deutlich mehr bekommen. Und das ist völlig in Ordnung für mich. Das finde ich, also das hat er sich wirklich verdient. Ja. Ich habe eine ähnliche Geschichte nach dem Exit mit einer 7-monatigen Reise mit dem Camper, damals mit meiner Frau, nach Athen und wieder zurück. Und ehrlicherweise war die Zeit sehr heilsam für alle Beteiligten. Für unsere Beziehung war sie sehr heilsam, weil die 7 Jahre vorher Litzer nicht darauf eingezahlt hat. Für mich war sie sehr heilsam, weil sie mir eine neue Welt offeriert hat, neben dem Tun auch mit dem Sein, happy zu sein. Was hast du aus dieser Reise mitgenommen? Oder was hat dir das für eine Perspektive eröffnet, die sich vielleicht auch heute so manifestiert? Ja, ich hatte das große Glück, eine wunderschöne Weltreise machen zu dürfen mit meinen Kindern. Und das Highlight war tatsächlich 2,5 Monate, glaube ich, waren es ungefähr, in Costa Rica. Meine Kinder sind nur nackt rumgelaufen, waren dort im örtlichen Kindergarten. Ich habe meinen Kindern Surfen beibringen können, das ist eine Leidenschaft von mir. Und ich habe in der Zeit viel Zeit und Energie, die ich ja dann auf einmal übrig hatte, war ja gar nicht gewohnt, in persönliche Weiterentwicklung gesteckt und habe mich ganz intensiv mit meinen Issues und meinen Themen beschäftigt. Und das hat mir ganz, ganz doll geholfen, die Welt heute anders zu sehen als noch in dieser Gründerphase oder Startup-Phase. Und ich sitze heute hier und sage, ich bin ein deutlich glücklicherer Mensch. Mhm. Du wirkst auch in einer schönen Balance aus, ich habe immer noch die krasse Energie, aber es fühlt sich nicht mehr so getrieben an. Ja. Was,
Ich erinnere mich noch an einige Maschmeyer Summits, wo wir im Future Day irgendwie bei einem Bier zusammen waren und die gleiche Energie wahrgenommen habe, aber auch ein sehr, sehr starkes, getriebenes. Absolut. Was jetzt heute sehr erfrischend, relaxed. Ich hatte diese Fixierung. Ja. Also ich konnte das lange Zeit nicht aus meinem System rausspülen und das ist jetzt eine neue Form der Freiheit. Mhm. Und ich bin ja jetzt auch völlig frei und freiwillig ins nächste Hamsterrad gekrabbelt und tue es mir jetzt nochmal an. Beschreib das mal. Ich habe nach meinem Ausscheiden von Orderbird und nach der Weltreise als Berater angefangen, als Interim-Manager und einer meiner Kunden, die Wireline GmbH, Anbieter für Ladeinfrastruktur, habe mich dann gefragt, ob ich nach meinem Beratermandat mich auch fest einsteigen wollen würde. Und das habe ich mir sehr gut überlegt und habe das mit großer Freude bejaht und habe gesagt, ja, das ist eine mir macht das Spaß. Ich hab da Bock drauf. Mhm. Es ist ein signifikantes Problem. Ja, also Ladeinfrastruktur ist ein signifikantes, ungelöstes Problem. Und die Firma, um die es da geht, Wireline, hat ein Best-in-Class-Angebot. Eine Lösung, die das Problem besser löst als jedes andere Ladeinfrastrukturunternehmen in Deutschland. Was ist denn das Hauptproblem? Und zwar segmentspezifisch. Ja, das war damals mein Rat an dieses Unternehmen, dem sind sie auch gefolgt, damit sind sie auch sehr erfolgreich geworden. Sie haben sich sehr genau überlegt, für wen sie dieses Problem lösen. Ja. Und sie haben eine Lösung für die Hotellerie entwickelt, ja, also für Hotels, die besser ist für Hotels, mhm, als jede andere Lösung auf dem Markt. Und sie targetieren jetzt erstmals nur Hotels. Richtig. Und sind damit außerordentlich erfolgreich, ja, geworden und sind in der Hotellerie mit sehr, sehr großem Abstand Marktführer. Und aus dieser Position der Stärke heraus geht man jetzt weitere Segmente an. Und dieses Mindset, dieses unternehmerische Mindset, da kann ich halt voll dahinter stehen. Und das erfüllt mich mit Freude, diesem Unternehmertum nachzugehen. Mhm. Und zum völligen Unmut meiner Frau und zur völligen Überraschung, ja, habe ich dir gesagt, ja, ich mache das und ich gehe wieder rein ins sogenannte Hamsterrad und ich baue wieder ein Team auf und ich habe wieder mein Nest und mein Projekt, ja, und ich habe da große Freude dran, ja. Mhm. Obgleich es natürlich nicht so romantisch ist, wie man sich's vorstellt, ja. Es ist natürlich trotzdem, dieses Unternehmer-Dasein ist fucking hard. Business ist Stress. Es ist also wirklich, es wird dir nichts geschenkt. Mhm. Aber du kannst relaxter damit umgehen aufgrund aufgebauter Orderbird-Resilienz, ja, und so einem gewissen Erfahrungsrucksack, der jetzt passierende Dinge auch etwas in Perspektive setzt. Ganz genau so ist es. Also natürlich, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen, ja, also durch den Orderbird-Exit hast du natürlich so ein gewisses Level an Sicherheit aufgebaut, sodass du also nicht mehr irgendwie Angst haben musst um deine Existenz. Das, ja, ist natürlich. Aber das war damals so. Ja, das war wirklich genauso. Natürlich, mein Arsch ging auf Grundeis, ja, ja, und zwar regelmäßig. Das ist natürlich nicht mehr so. Dann hast du nach 15 Jahren Unternehmertum natürlich auch irgendwie so eine Toolkit, ja, so eine Werkzeugbox mit dir, die du da rumträgst, die ab und zu ein bisschen klappert. Und ein paar Kontakte sind auch am Telefon. Ein paar Kontakte sind am Telefon und wenn halt irgendwas zwickt und irgendwo tropft und quiekt und quakt, dann hast du irgendwie das vielleicht sogar schon mal gesehen und weißt du, ja, okay, die Welt wird sich morgen weiterdrehen und jetzt machen wir das und dann haben wir ein, zwei Sachen, wie wir das Problem lösen können. Und das Dritte ist einfach, dass ich in der glücklichen Lage war, tolle Weggefährten, Kollegen, mittlerweile Freunde in meinem Netzwerk haben zu dürfen, die mich auf diesem Weg weiterhin begleiten. Und das macht es für mich aus. Ja? Also es geht nicht darum, was ich tue, sondern es geht für mich gerade maßgeblich darum, wie, also und ob mit wem, ja, und welches Ziel wir verfolgen. Also ich habe mir mit Ladeinfrastruktur natürlich jetzt auch nicht völlig zufällig ein Ziel gesetzt, sondern es ist natürlich schon auch ein Vorhaben, das unsere Welt ein ganz kleines wenig weniger beschissen macht als vorher. Und das gibt ja nicht so viele Business-Models, die irgendwie auch so über dieses auf dieses Greater Good einzahlen, ja, und die Welt vielleicht
weniger beschissen machen als vorher. Haben dich deine Kinder gefragt, Papa, was machst du eigentlich, dass das hier nicht so ganz beschissen endet? Noch nicht in der Klarheit, aber als ich daheim erzählt habe, dass ich jetzt in eine Firma investiere und dort auch selber arbeiten werde, die Ladesäulen macht, damit es weniger Verbrenner, Benzinautos gibt, dann haben die das sofort verstanden. Ja? Und dann ist das irgendwie besser für die Umwelt. Und das ist den kleinen Kids heute echt wahnsinnig wichtig. Ja, das freut mich hier. Mega. Patrick, ich habe zum Schluss noch zwei, drei teuflische Fragen für dich. Woran hast du den höchsten Anspruch? Was nimmst du richtig, richtig serious? Spaß. Erzähl. Spaß nehme ich richtig serious. Wie äußert sich das? In jeder Phase meines Lebens. In meiner Beziehung zu meinen Kindern, in meinem Job. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass wir gemeinsam Spaß haben, eine gute Zeit haben, weil für alles andere ist die Zeit einfach zu kurz. Und wie schaffst du es, Spaß zu priorisieren, wenn Business oder viele Themen im Leben eigentlich so von der Natur aus echt stressgesegnet sind? Indem ich genau das tue, was du sagst, ich priorisiere Spaß. Also ich priorisiere Dinge in unserem Job, ja, ich weiß selber, wie es ist, du kriegst ja nie alles gebacken. Also du nimmst es ja nie, dass du fertig bist, ja. Und ich nehme da ganz bewusst Sachen in die Agenda, auf die To-Do-Liste, die Spaß machen, damit das nicht unter den Tisch fällt. Ja, also das ist eine ganz bewusste Priorisierung, so wie du sagst. Ja. Es gibt ja keine Zeit. Es gibt ja nicht, ich habe keine Zeit. Es gibt nur, ich habe keine Priorität. Korrekt. So, und das nehme ich wahnsinnig ernst. Ja. Neben deiner Energie, neben deiner Ansteckungsfähigkeit, was ist eine zusätzliche Superpower von dir? Das ist eine schwierige Frage. Jetzt musst du natürlich mein Umfeld fragen. Aber Energie, ja gut, aber I get shit done. Mhm. Du hackst die Dinge einfach weg. Entschuldigung. Ganz oft. Ja. Was macht dich jetzt zu einem guten CRO? Maßgeblich wahrscheinlich mein Werkzeugkoffer, der über die Jahre, ja, Schraubenschlüssel, Rohrzange, Kreuz, Schlitz und was da alles drin ist, ja. Natürlich auch mein Telefonbuch. Ja. Hoffentlich meine Fähigkeit, die Brücke zu bauen zwischen Investoren, Board und Team. Ja, das ist, glaube ich, eine meiner Hauptaufgaben. Und das ist eine Aufgabe, die mir sehr großen Spaß bereitet. Ja. Was natürlich maßgeblich mit den Menschen zusammenhängt. Ja. Die du dir auch sehr bewusst ausgesucht hast. Genau, zusammenarbeiten darf. Ja. Das ist ein großes Privileg. Und was würdest du gerade als aktuell größte Challenge bezeichnen? Es ist ganz leicht zu beantworten. Bürokratie. Also wenn du Ladeinfrastruktur in Deutschland errichten möchtest, dann musst du sehr, sehr viele bürokratische Hürden nehmen. Und das ist unfassbar frustrierend, wie viel Stöcke einem die deutsche Bürokratie zwischen die Speichen steckt, während du versuchst, nach vorne zu kommen. Ja. Und das ist wirklich, also es ist ein absolutes Debakel, was die Bundesrepublik Deutschland da abliefert. Und da kann man sich wirklich manchmal nur fragen, was ist da los? Ja, also wir könnten so unglaublich viel schneller wachsen, wenn die Bürokratie in Deutschland nicht so eine einzige laufende Katastrophe wäre. Oh Gott. Was gibt dir die Geduld, das mitzumachen und auszuharren? Unsere Vision. Also wir wollen Ladeinfrastruktur voranbringen und wir wissen, dass es geht. Wir haben verstanden, dass es geht. Wir haben verstanden, wie es geht. Und E-Mobilität wird kommen. Da glaube ich ganz fest daran. Und ich habe verstanden, dass wir das Problem besser lösen als die anderen. Ja. Und deswegen wird es eine super Erfolgsgeschichte. Und es ist nicht eine Frage, ob wir es schaffen, sondern es ist nur eine Frage, wie frustrierend ist es und wie lang dauert es. Aber A, der Weg ist das Ziel. Und B, das Ziel lohnt sich weiterzumachen. Ja, glaube ich. Letzte Frage. Gibt es keinen Ratschlag, sondern eine Inspiration, die du deinem früheren Ich in der Berliner Wohnung mitgeben möchtest, was
der damals jüngere Patrick aber auch annehmen kann. Der verbissene, völlig erfolgshungrige Patrick hätte irgendwelche ESO- und persönlich Weiterentwicklungstipps, glaube ich, nur sehr bedingt wahrnehmen können. Deswegen musst du ihm schon eher was mit was kommen, was ihn erfolgreich macht. Und diese segmentspezifische Markteintrittsstrategie, ja, die hätte man mir vielleicht noch 2-3 Mal mehr schmackhaft machen, nahe bringen müssen. Ja. Ja. Und hätte ich das früher nicht nur begriffen, sondern auch ausgewählt, ja, als die Strategie, als the way to go, mhm, ja, dann hätte der liebe Patrick heute ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, ein bisschen weniger graue Haare. Patrick, riesen Respekt für deinen Journey und tausend Dank, dass du uns einen Einblick in diese gegeben hast. Hat mir richtig Bock gemacht. Ja. Ich konnte so viel relaten zu so vielen eigenen Themen. Tausend Dank, wenn es auch euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like hier, abonniert den Kanal und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder in der nächsten Episode vom Startup Schlau Podcast. Bis dahin, Servus!